Coole Jungs, starke Mädels, willkommen bei einer neuen Folge von Toy Gear, dem Programm, in dem Max, Jesse und Jay starke Spielgeräte von Berg testen. Und zwar keine für den Sandkasten, für dein Zimmer oder für den Schulhof. Nein, sie testen welche, mit denen du Rennen fahren, losdüsen, cool chillen oder sogar fliegen kannst. Heute messen sich unsere Helden mit der niederländischen Trampolinmeisterin Carmen Verstraeten. Sie hat an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und World Cups teilgenommen. Was sie hier zeigt, ist natürlich ganz toll. Aber gelingt dir das auch auf einem Berg-In-Ground-Trampolin? Okay, das Team legt direkt los. Sie wollen das Berg-In-Ground-Trampolin testen. Aber bevor das Trampolin soweit ist, muss erst gegraben werden. Denn In-Ground bedeutet natürlich in der Erde. Während Max und Jay graben, prüft Jesse, ob das Loch tief genug ist. Carmen will ihr dabei helfen, aber das ist nicht mehr nötig, denn das Eingraben geht ganz schnell. Das Berg-In-Ground ist das erste Trampolin, das speziell zum Eingraben entworfen wurde. Es hat kurze Füße, es hat einen von innen und außen feuerverzinkten Rahmen, sodass der Rahmen korrosionsbeständig ist. Dieses Elite Plus In-Ground hat einen sehr dicken Schutzrand, der weit über die Federn reicht. Um zu vermeiden, dass Spielzeug unter das Trampolin gelangt, hat Berg spezielle Rahmennetze entwickelt. Haha, dieser Test wird echt toll! Carmen Verstraeten wird etwas erleben. Das Team spielt das Berg-Tattoo-Spiel. Das ist ein klasse Springspiel, mit dem das Trampolinspringen noch mehr Spaß macht. Die farbigen Abbildungen auf dem Sprungtuch nennen wir Tattoos. Die Tattoos zeigen, welche Bewegung du in einem bestimmten Feld machen musst. Bei jedem Tattoo-Feld steht eine Zahl. Das Team gibt die Zahl des Feldes an, auf das der Springer springen muss. Springt er oder sie auf das verkehrte Feld oder macht der Spieler einen falschen Sprung, dann ist er oder sie raus. Unser Team ist spitze. Punkt nach Punkt und noch immer nicht müde. Super, High Five! Und jetzt ist Carmen an der Reihe. Ihr wisst, dass Carmen sehr hoch springen kann. Aber ist sie auch behende genug, um dieses Tattoo-Spiel gewinnen zu können? Carmen denkt, dass sie das Spiel leicht gewinnt. Sie fängt an zu springen und will schnell deutlich machen, dass das Team keine Chance hat. Sie macht es ganz gut, aber dann... Oh ja, 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 da geht es schon schief. Ja, Carmen, das gefällt dir gar nicht, was? Ha, gut gesprungen, Team. Unser Profi kann erst einmal zu Hause üben. Das Team ist bereit für den nächsten Test. Aber was machen die Jungs da bloß? Hey Jungs, hört auf! Bei Berg gibt's nur sichere Trampoline. Zieht das wieder aus. Das Team macht sich auf zur nächsten Herausforderung. Das Berg-Champion-Trampolin ist kein In-Ground, sondern steht auf 90 cm hohen Füßen. Praktisch, dass es dazu auch eine kleine Leiter gibt. Und es ist zu empfehlen, auch das Sicherheitsnetz Deluxe zu verwenden. Das Sicherheitsnetz sorgt nämlich für mehr Sicherheit während des Springens. Alle Bergtrampoline sind besonders langlebig. Sie können bei jedem Wetter draußen stehen bleiben, ohne gewartet werden zu müssen. Kein Wunder, dass Berg dir so viel Garantie bietet. Zum Schluss testet unser Team die Trampoline Champion, Favorite und Elite Plus In-Ground gleichzeitig. Wow, jetzt sind bereits 5 Jahre vergangen. Klasse, das Team springt immer noch und das Bergtrampolin sieht auch immer noch aus wie neu. Gute Arbeit, Team. Ihr habt wieder einmal bewiesen, dass Berg nicht irgendein Spielgerät produziert. Aber jetzt schnell nach Hause. Eure Mütter warten schon seit 5 Jahren mit dem Essen auf euch. Das Team kann sich eine neue Herausforderung suchen. Wollt ihr wissen, welche? Das erfahrt ihr auf bergtoys.com. Check it out.